Eine Weihnachtsgeschichte. Et war kurz vor Weihnachten. Nicht, dat wir grad die erste Adventskranzkerz angesteckt. Und vielleicht et zweite auf dritte Dürke von der Adventskalender opgemäck hatte. Et wär spielte mit. Und die Sonne schien noch uns so richtig lecker warm. Uns Mam nutzte das schöne Wehr, um die rote Wäsche wegzumachen. In dem Bungert hat sie ja von einem Apfelbaum noch der Angerte. Also das jetzt ins Neue seid. Von einem Boskop bis nach einem Sternrenette hat sie eine Linie gespannt, um die Wäsche abzuhängen. Zwischendurch, bei der Wäsche abhängen, schmiert uns Mutter immer ins Jahr einen kurzen Blick auf unser Leo, unsere Jüngste. Der sucht zwischen Bungert und Schopp auf einem Bad und wo mit Dreck am Spielen. Ach, da hat die Mam so bei sich. Ach, was ist es doch ein lecker Börschke. Die klore Sonnenstrahle schinden durch sein strohblonde Kröllekes. Und wenn er lorde, dann zeigen er sein schneewitte Perletänkes. Und hat dabei noch links und rechts zwei lustige Küllekes in den Bäckskes. Als uns Mutter uns mir nach unser Leo upsah, da war er nicht mehr da. Ach, deite Mam, der ist bestimmt in der Stufe gelopen, um sie ein paar Spielsackes zu holen. Er will wat aus Mam nicht würde groß. Unser Lee war durch den Shop, über den Hof, an der Fürjahr vorbei, bis er bestrahlt, bohrt dann reiz af und tapperte den Diegerunger. An der Kolonialwarelade von Naberfels Anna vorbei, liert der Maßenbuhr reiz legge und wurf vielleicht um ein Stück von Juhe 300 Meter altische Weihe und Strüg. Unser Leo hatte Welt in Blöske. Er marschierte mal lustig wehr. Nach ein gut Stündchen kommen an so'n kleinen Büschke an. Da waren er wohl hungsmisch und satt sich um einen geruhten Baum, denn sein Pütterkes wollen auch nicht mehr lang durchhalten. Die Mam ging in die Küche, um mit Mittagerte Geräte zu machen. Ma, wat war dat? Leo war nicht da. Dreck liebst rüber nach der Nobbersfrau. Na, küss dich, Marie. Maria setze, hast du unser Leo gesehen? Ne, minden die bloß. Denn es mich vor morgen auch noch nicht für die Ohren gelobe. Dann ging der Mam Dreck an alle Nobbershäuser nur fragen, auf jemals unser Leo gesehen hei. Niemals hat unser Leo gesehen. Dann ging der Mam Dreck nach der Polizei. Und bei der Polizei, da muss er alles anheben. Wie alt das weht war, wie gerudet war, was das anhat und was für ein Haar färbet hat. Ach, der Mam war ganz durchrein und der Mam schluret hat bis in den Holz. Dann ging sie noch bei alle Bekannte und bei der Verwandte nur frore, auf jemals unser Leo gesehen hei. Alles trug ma de Schuldere, niemals hat unser Leo gesehen. Der Schmullenas Briefträger, der fuhr immer mit sin Rad an das kleine Böschke vorbei, um sich mit der Post aufzumelden. Ma, wat war dat? Da loch doch jetzt Punktes um einen roten Baum. Dat ist dann weht, dat kenn ich doch. Dat ist doch der Leo, her sprung von Draht
und bürden unsere Leo ob. Ja, hör uns, was magst du dann he? Wie kommst du dann her? So leg dich jo nach Mama bringe. Unser Leo mirkte öskes ob und seid ganz dadderisch. Joa Possmann. Ein Viertelstündchen vorher kam unser Pap von Milchscheue nach Haus. Der Funkin Frau, der Funkin Weht, der Funkin Erde. Und da kommen wohl Küstisch Marie rüber gelopen und sagt: Hörens, din Frau, die ist der Jonsen doch eure Leo anzücke. Der ist spurlos verschwunden. Da wurde der Pap ewel all ein bisschen kieswit um den Nas. Da klopfte nicht an die Tür. Pap lieb, um abzumachen. Ja, no kickt ins He, was ich Urwes late Post noch bringt. Der Schmullenas Briefdreher mirkt seine roten Umhang ab und regte ne dat Büngelke Leo unsere Pap an. Ich hab ihm gerade in Böschke gefunden. Und da minden he noch mit den Verschmitzloche. Wenn ich demnächst de Post jetzt bringt, mutsch en Freimarkt drauf klebe, schmiert sich ob sin Rad und warte ob Kind Dankeschön. Und 20 Minuten later kam de Mam nach Haus. Se koos de Pap nicht in de Ohren kieke. Vater setze. Vater, ich hab mein Bes gedorn. Ich hab der Jonsen doch aus Leo gesot. Ich hab Jons Hülz aufglabastert. Ich hab aus Leo nicht gefunden. Und dann fing sie fürchterlich et Grine an. Da nahm der Pap, de Mam bei der Honk. Und die Twier gingen zusammen de Trabe rup. In der Schlurpskammer von uns weiter. Der Pap hielt ein Lämske in der Honk und liert das über das Bettchen von unserer Leo-Schiene. Und da lachen da unsere Wanderfuhrl mit Speck und Dreck in sein Bettchen und wo dieb in der Schlurp sind Dümke am Lutschen. Pssst, mirkt der Pap und seid, pssst, Gretsche, lass uns jetzt mal nicht wackrig machen. Er ist bestimmt von der Klaus und von Kreskinke am Dröme. Joa, seid der Mam, joa, Walter, lass mal schlurpen. Jetzt kann Weihnachten kommen, weil, wer es, wir hatten ja alte Bescherung. Dann gingen die Twier, wie hörsch, die Trabberunger, und der Pap ging in die Juhestuf und mirk sich ganz genüsslich ein Mützke an. Die Mam, die ging wir in die Kürk, und fing von neuem an durch Rina an. Er will dit kier. Bloß für de Freude.